So, hey, wie geht's euch? Seid ihr wach? Gut. Erwartet ihr noch was? Oder sagt, es war schon alles so gut? Wir sind, wie der Bernhard schon gesagt hat, ja, mitten in einer Predigtserie über die Gemeinde der Zukunft. Wir wollen lernen und verstehen, was betont Gott für die nächste Zeit? Was betont der Heilige Geist? Und vor 2 Wochen habe ich darüber gesprochen, was denn Gemeinde überhaupt ist. Wenn du nicht da warst, empfehle ich dir, diese Botschaft anzuschauen. Letzte Woche hat der Bernhard darüber gesprochen, was das Innenleben der Gemeinde ist. Und wir haben uns da orientiert an einer Folie, das ist diese hier, wo wir 12 Schlüsselbegriffe anschauen, die eigentlich Gemeinde ausmachen. Hinter jedem dieser Begriffe steht eine Überzeugung, steht auch ein bestimmtes Verständnis. Und ich glaube, dass diese 12 Punkte ganz wichtig sind. Und wir haben das dann auch noch aufgeteilt in 3 Wirkungsrichtungen. Ja? Also die ersten 4, da geht es darum, dass wir Gott näher kommen, dass wir zu Gott hinwachsen. Bei den zweiten geht es darum, dass wir nach innen wachsen, innen stark werden. Und das sind diese Punkte wichtig. Und dann die letzten 4 Punkte, die Barmherzigkeit, Wunderreich Gottes Nachfolge, da geht es um unsere Außenwirkung, dass wir nach außen hin einen Auftrag haben, das Reich Gottes auszubreiten. Man könnte jetzt denken, nachdem wir die ersten 8 schon abgehandelt haben, jetzt schauen wir uns das letzte an, aber das mache ich heute nicht, weil etwas mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Und ich fange heute damit an und es geht auf der Gemeindefreizeit weiter. Also wenn du auf der Gemeindefreizeit dabei bist, dürfst du dich freuen. Wenn du nicht dabei bist, dann dürfst du jetzt weinen und schauen, ob du am Samstagabend vielleicht dazukommen kannst, weil da geht es nochmal weiter von dem, was ich jetzt heute anreißen werde. Wir haben übrigens nach der Gemeindefreizeit an dem Sonntag danach, am 5. Mai, einen Evangelisten bei uns, einen Prediger, der uns auch nochmal diese letzten 4 Punkte vor Augen führt. Und es ist immer so gut, wenn Menschen mit ihren Gaben einfach das auch demonstrieren. Der lebt es auch. Der redet nicht nur drüber, sondern der lebt es. Wenn jetzt bei diesem Bild, ich erkläre das gleich, was das ist, schaut, versucht es jetzt nicht zu verstehen. Schon verloren, ne? Jetzt schaut es natürlich jeder an. Ich will mit euch heute über diese krasse Tatsache sprechen, dass Gott durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde Wohnung nimmt. Wir alle wissen, oder die meisten von uns wissen, Gott ist allmächtig, er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort im ganzen Universum, wo Gott nicht ist. Ja, der David hat es im Psalm 139 so poetisch beschrieben und hat gesagt: Hey, ich könnte gar nicht weggehen von dir, selbst wenn ich Flügel der Morgenröte nehme, mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo ins All mich beamen lasse. Da bist auch du dort, Herr. Überall ist Gott. Und trotzdem gibt es bestimmte Zeiten an bestimmten Orten, wo Gottes Gegenwart intensiver ist oder sich manifestiert, sich zeigt. Und in der ganzen Geschichte gab es es schon immer, dass Leute erlebt haben, persönlich, aber auch in einer Gemeinschaft: Wow, Gottes Gegenwart kommt. Und du siehst es. Manchmal darfst du sehen. Und das ist hier so ein Beispiel. Ist aufgenommen worden vor ein paar Jahren in der Bethel Church in Reading. Und die nennen das ist die Glory Cloud, ja, die Herrlichkeitswolke. Wir werden es auch gleich nochmal in ein paar Bibelstellen sehen, wie Gott kommt mit einer Wolke. Und das ist schön, ja, das zu erleben. Das ist nicht die Grundlage unseres Glaubens, aber trotzdem ist es schön, wenn man es so sieht: Gott ist da. Gott zeigt sich auf ganz verschiedene Weise. Das ist ja nur ein Beispiel. Und ihr kennt es vielleicht selber auch so: Wir alle haben das Bewusstsein, Gott ist da. Auch hier, wir wissen es. Gottes Gegenwart ist hier, auch heute Morgen. Und manche Leute spüren das und manche Leute spüren gar nichts. Sie wissen aber trotzdem, Gott ist hier.
Und dann gibt es die ganzen Nuancen dazwischen von total berührt sein, überwältigt sein, auf dem Boden liegen, betrunken im Heiligen Geist zu sein und wirklich wie weggebeamt zu sein in Gottes Gegenwart, bis hin ganz nüchtern zu sagen, Gott ist hier. Die ganzen Nuancen von Gottes Gegenwart können wir erleben oder wahrnehmen. Da ist auch jeder unterschiedlich. Wir können aber auch lernen, das ist auch ein Nebengedanke, wir können lernen, auch sensibel zu werden für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Kann man lernen. Die Tatsache ist aber, dass Gott mit seiner Gegenwart unter den Menschen sein will. Warum will er das? Weil er uns liebt. Ganz genau. Das ist der wesentliche Grund. Er liebt uns so sehr, dass er dich will dir nahe sein. Als du frisch verliebt warst, wolltest du nahe bei ihm sein, oder? Jetzt immer noch. Nah bei ihm sein. Ja, das macht die Liebe. Sie will, dass wir einander nahe kommen. Und es war von Anfang an schon in der Menschheitsgeschichte Gottes größter Wunsch. Er wollte mit der Krönung seiner Schöpfung nahe sein, in tiefer Gemeinschaft leben. Und er hat ihnen einen wunderschönen Garten gegeben, den ersten Menschen, Adam und Eva, so wie es im ersten Buch Mose beschrieben ist. Und dann lesen wir von dieser Geschichte im 1. Mose 3, dass Gott in der Kühle des Abends spazieren geht und er sucht die beiden. Er sucht Adam, er sucht die Eva und die sind nicht da. Sind nicht zum Termin gekommen. Wie sonst, denn man vermutet, dass Gott gewohnheitsmäßig mit Adam und Eva im Garten spazieren gegangen ist. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt, ja, wenn man sich das so vorstellen kann. Ja, tiefste Gemeinschaft. Und plötzlich sind die beiden nicht mehr da. Gott wusste natürlich, ist ja allwissend, er wusste, wo sie sind. Sie haben sich versteckt. Und warum? Sie haben sich versteckt, weil sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Weil Gott hat gesagt, alles dürfst du genießen, aber nur von dieser einen Frucht. Da darfst du nicht essen. Und genau das haben sie getan. Und dann gab es einen Bruch. Diese Gemeinschaft, diese unmittelbare Nähe, die Intimität mit Gott hat einen Knacks bekommen, war gebrochen. Und trotzdem, obwohl beide aus dem Garten Eden rausgetrieben worden sind, auch, dass sie nicht von dem Baum des Lebens noch essen und ewig in diesem Zustand bleiben müssen. Und trotzdem sucht Gott die Nähe der Menschen. Wir lesen es an verschiedenen Stellen und ich gehe mit euch so ganz schnell durch diese Bibel durch das Alte Testament durch, weil das so krass ist, wie Gott sich immer wieder aufmacht, um bei den Menschen zu sein, bei ihnen nahe zu sein. Als das Volk Israel aus Ägypten rausgekommen ist, endlich nach jahrhundertelanger Knechtschaft, waren sie 40 Jahre in der Wüste auf Wanderschaft. Und wer geht mit? Gott geht mit. Und er wohnte unter seinem Volk. Und weil alle gezeltet haben, hat er auch gezeltet. Gott hat ein Zelt gebaut, beziehungsweise bauen lassen von dem Mose und seinen Mitarbeitern. Er hat ihnen genau gesagt, wie dieses Zelt aussehen soll. Und man nennt es auch, das ist das Zelt der Begegnung. Da findet Begegnung statt zwischen Gott und Menschen oder Stiftshütte. Wohnung. So ist es eigentlich das hebräische Wort. Es ist die Wohnung Gottes unter seinem Volk. Dieses Zelt der Begegnung war sehr mobil. Man konnte es relativ schnell abbauen und wieder auf Wanderschaft gehen und wieder aufbauen. Und dann, wenn Gottes Gegenwart gekommen ist, was seht ihr da? Wieder diese Wolke. Glory Cloud. Ja, die Herrlichkeit Gottes kommt in dieser Wolkensäule in das Zelt. Und dann, als das Volk Israel später in das versprochene Land gekommen ist und dort sesshaft wurde, hat der König David einen großen Wunsch gehabt. Der war ja ein Gottesliebhaber. Er liebte Gott von ganzem Herzen und sagte, Gott, ich will dir ein Haus bauen. Ich wohne in einem Tempel, in einem Palast und ich will dir einen Tempel bauen. Ich will, dass du auch ein Haus hast. Und Gott sagt, David, du hast zu viel Blut an deinen Händen. Du darfst das nicht bauen. Aber dein Sohn, der darf mir ein Haus bauen. Natürlich war das auch den beiden klar, David und auch Salomo, hey, wer kann denn ein Haus für diesen
unbeschreiblich großen Gott bauen? Gott wohnt doch nicht in einem Haus, der das ganze Universum nicht fassen kann. Und als Vorbild für diesen Tempel diente auch das Zelt der Begegnung. Da gab es diesen Vorhof, da gab es das Heiligtum, da gab es das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Geboten drin und so weiter. Und so wurde dann dieser Tempel unter der Regierung von Salomo gebaut. Und als der Tempel eingeweiht wurde, betete Salomo ein Gebet, ein langes Gebet. Könnt ihr nachlesen im 2. Chronik 6. Und als der Salomo sein Gebet fertig gebetet hatte, passiert Folgendes. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel das Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Woran hat man das gesehen, dass die Herrlichkeit das Haus erfüllte? Eine Wolke. Es kam wieder diese Wolke, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Aber es langte immer noch nicht aus. Gottes Sehnsucht nach den Menschen war selbst durch diesen Tempel nicht befriedet oder nicht erfüllt, nicht zufriedengestellt. Und wenn wir die Geschichte sehen, haben wir jetzt nicht die Zeit dafür, aber diese Herrlichkeit blieb nicht so lange dort. Denn das Volk hat sich wieder abgewandt von Gott, ist wieder anderen Göttern nachgelaufen, lebte im Ungehorsam, und dann hat sich die Herrlichkeit Gottes wieder zurückgezogen. Die haben zwar nach außen alles noch richtig gemacht, aber die Gegenwart Gottes war nicht mehr da, nicht mehr so da. War schon da, aber nicht mehr so da. Und deswegen ging es weiter in der Geschichte, dass Gott sagt, ich liebe die Menschen so sehr, ich will ihnen nah sein, ich schicke meinen eigenen Sohn. Gott selbst wurde Mensch. Jesus legte seine göttliche Gestalt ab, nahm eine menschliche Form an und er lebte unter dem Volk Israel. Er war Sohn Marias und er war Sohn Gottes. Und im Johannes 1 lesen wir diese wunderbaren Verse. Jesus, das Wort, Logos, wurde Mensch und wohnte, und wörtlich heißt es, zeltete unter uns. Also war ein echter Ranger. Er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Seht ihr, wie oft es um die Herrlichkeit geht? Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen kann. Gott selbst kommt als Mensch. Jesus, die Herrlichkeit Gottes zum Anfassen. Gott lässt sich berühren. Jesus lässt sich berühren und er berührt andere mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Macht. Und wisst ihr, das ist viel mehr wie die Wolkensäule. Wolkensäule, du warst jetzt vielleicht beeindruckt, wow, so eine Glory Cloud und so, richtig schön. Aber den Sohn Gottes berühren zu dürfen, wow, das ist noch viel, viel mehr. Und am Ende, das ist wirklich schnell durchgegangen, am Ende in der Bibel, im Buch der Offenbarung, lesen wir etwas davon, wie es am Ende der Zeiten aussehen wird. Und wir sehen wieder das gleiche tiefe Anliegen Gottes. Er will unter seinem Volk wohnen. Und der Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat, hat eine Vision. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung, wörtlich Zelt, bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Seht ihr, das zieht sich von Anfang bis zum Ende durch. Gott wohnt unter seinem Volk oder seinen Völkern am Ende der Zeit. Das ist, was Gott will, nahe bei uns zu sein. Aber was ist in der Zwischenzeit, zwischen dem, dass Jesus gekommen ist und zwischen dem, wenn das himmlische Jerusalem auf diese Erde kommt? Wie ist es denn jetzt? Wie will denn jetzt Gott unter uns wohnen? Er will doch auch jetzt bei uns wohnen, oder? Und er will auf zweifache Weise unter uns wohnen. Das erste ist, er wohnt in jedem Menschen, der durch den Geist Gottes neu geboren ist, der eine neue Schöpfung geworden ist. Da
nimmt der Heilige Geist Wohnung in diesem Menschen. Der Paulus beschreibt es an die Korinther, im Brief an die Korinther so: Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Das ist für mich eines der größten Wunder überhaupt. Größer wie jede Glory Cloud, dass der Geist Gottes, Gott selbst, in mir und in dir, in deinem Körper, in meinem Körper, Wohnung nimmt. Als du gläubig geworden bist, als du gesagt hast, Jesus ist mein Herr, er ist mein Retter, ich vertraue ihm, da hat der Geist Gottes Wohnung genommen in deinem Körper, und du wurdest sein Eigentum. Du gehörst dir nicht mehr selber, wird hier so beschrieben. Also er ist eingezogen in dir und gleichzeitig gab es da einen Eigentumswechsel. Du gehörst dir nicht mehr selber, denn du bist mit einem kostbaren Blut erkauft worden. Also der größte Preis, den jemand bezahlen kann für dich, ist das Blut von Jesus. Und er hat dich gekauft aus dem Sklavenmarkt der Sünde, Gott sei Dank. Unter der Herrschaft des Bösen hat er uns rausgekauft und wir gehören ihm. Und als Zeichen, dass wir ihm gehören, sendet er seinen Geist in unser Leben hinein. Und deswegen kannst du nicht mehr so leben, wie du willst. Hey, das ist vorbei. Auch gut so. Ja, es ist wirklich gut so, dass es vorbei ist. Nicht mehr so, was du denkst, wie es richtig ist zu leben, sondern du orientierst jetzt dein Leben nach Gottes Willen. Das, was er sagt, das zählt, das ist entscheidend. Und das ist lebensspendend. Also für uns ist es wichtig zu verstehen, ich sage es nochmal, der Heilige Geist ist bei dir nicht der Mieter in deinem Körper, sondern er ist Eigentümer. Das ist eine Eigentumswohnung. Ja, dein Körper ist eine Eigentumswohnung des Heiligen Geistes. Du bist Verwalter von diesem Körper, aber nicht mehr Eigentümer. Und ein Verwalter sorgt natürlich auch sehr achtsam, auch auf diesen Körper. Aber es geht nicht darum, dass du das machst, was du denkst, was richtig ist. Und jetzt kommt noch was anderes, wirklich Krasses, was mich auch immer wieder bewegt und ja, auch berührt und erstaunt. Wir können natürlich als wiedergeborene Christen uns entscheiden, wieder unser Ding zu machen, weg von Gott zu gehen, in Sünde zu leben, ungehorsam zu sein, einfach mein Ding so zu leben, dass es Gott nicht gefällt. Und jeder von uns würde denken, oder das wäre ganz logisch, sagen, na gut, dann geht halt der Heilige Geist wieder. Wenn du dich entscheidest, so anders zu leben, tschüss, das war's. Er macht's aber nicht. Das ist das Erstaunliche. Er zieht nicht wieder aus, aber er zieht sich zurück. Versteht ihr den Unterschied? Er zieht nicht wieder aus, aber er zieht sich zurück. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist betrübt ist, traurig ist, sich zurückzieht. Und deswegen spüren Menschen, die Jesus irgendwie kennen und auch wiedergeboren sind, aber gerade nicht in seinem Willen leben, die spüren nicht so viel von der Freude Gottes, nicht so viel von der Liebe Gottes, nicht so viel von seiner Kraft. Und das Einzige, was sie hören, die deutlichste Botschaft, die der Heilige Geist sendet, ist, kehr um, komm, geh wieder in den Willen Gottes hinein, leb doch wieder nach meinen Maßstäben und du wirst wieder diese Liebe und diese Freude und diese Kraft erleben. Und jetzt die zweite Art, wie Gott unter uns nimmt. Das eine ist ja ganz persönlich, ja, wohnt in dir und in dir und in dir und in mir. Aber das Krasse ist, die zweite Art, wie Gott Wohnung nimmt, er wohnt in der Gemeinschaft seiner Kinder. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in seiner Gemeinde. Und die wird auch mit einem Tempel verglichen. Wir lesen das hier im Epheser 2. So seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wenn Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Wow. Der Heilige Geist lebt also nicht nur in dir persönlich, in jedem Einzelnen von uns, sondern er nimmt auch Wohnung in der Gemeinschaft seiner Kinder, in der Gemeinschaft seiner Nachfolger.
Und jeder von uns, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, ist wie so ein lebendiger Stein. Ich weiß, ob du schon mal was gemauert hast, ja, mit Steinen gearbeitet hast. Jeder ist so ein lebendiger Stein und er wird zusammengefügt und dann wächst ein Bau, ein schöner Bau. Ja, Gott ist der Architekt und macht das auch gut. Und da sagt Gott, und da will ich drin wohnen. Und glaub mir das, das ist meine Überzeugung, das ist das herausragendste Kennzeichen einer christlichen Gemeinde, die Gegenwart Gottes. Damit steht und fällt so viel. Das unterscheidet uns von allen anderen Gemeinschaften. Gott ist hier. Er will unter uns wohnen. Und er gibt uns nicht nur so ein bisschen was, nicht nur einen Hauch von seiner Herrlichkeit und seiner Nähe, sondern, ich bringe nochmal diese Stelle, die Bernhard letzte Woche gebracht hat, weil die so krass ist. Da heißt es, alles, auch im Epheserbrief, alles hat Gott ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und jetzt pass auf. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Hat der Paulus sich da verschrieben? Er lebt in ihr, okay. Aber er sagt, er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und jetzt heißt es, die Gemeinde voll von seiner Herrlichkeit, voll von Gottes Gegenwart, voll von seiner Macht und Liebe. Hey, wirklich? Machen wir mal einen Reality-Check. Ganz ehrlich, wir erleben das noch nicht so. Wir erleben ein Stück weit das. Ja, aber wir erleben das noch nicht so, dass wir sagen können, wow, die Fülle Gottes ist so gegenwärtig da. Gottes Geist ist hier mitten unter uns. Die Zusage gilt von Jesus, wenn er sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Diese Zusage gilt. Er ist da. Aber die Luft ist noch riesig nach oben hin offen, dass wir die Fülle Gottes erleben. Das sind nämlich, und das wird uns jetzt die nächsten, heute und nächste Woche beschäftigen, es gibt nämlich gewisse Bedingungen, gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass wir wirklich diese Fülle Gottes erleben. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das beachten, wenn wir das umsetzen, dann werden wir das erleben, wie immer mehr an Herrlichkeit, an Kraft, an Liebe, an Gegenwart Gottes zunimmt. Und Menschen, die dann kommen, die sagen nicht dann, ach, es war ein schöner Gottesdienst, habe ein paar nette Leute getroffen, sondern die haben gesagt, ich habe Gott getroffen. Ich bin Gott begegnet hier. Bevor wir das uns anschauen, will ich euch eine Geschichte erzählen. Ja, Geschichten sind wichtig. Wo ist der Fagin? Ja. Er hat gesagt, Stories are important. Stell dir vor, du hast zwei Söhne. Okay, für alle, die jetzt keine Kinder haben, stell dir das wirklich sehr gut vor. Du hast zwei Söhne, die jeweils in den eigenen Wohnungen leben. Und beide Kinder laden dich an unterschiedlichen Terminen zu sich nach Hause zum Essen ein. Und als der Termin gekommen ist, gehst du zum ersten Sohn. Du schellst an der Tür, die Tür geht auf und dich begrüßt ein freudiger Sohn und umarmt dich und begrüßt dich total herzlich. Und du siehst, er hat sich richtig schön gemacht, richtig rausgeputzt. So hast du es noch so oft gesehen. Und im Hintergrund hörst du, wie deine Lieblingsmusik spielt. Die ganze Wohnung ist erfüllt von einem angenehmen Duft. Und dann wirst du in das Esszimmer eingeladen. Und das sieht, wow, du siehst und riechst es. Es gibt dein Lieblingsessen. Und du merkst, der Sohn hat sich richtig viel Mühe gemacht, dir einen wunderschönen Abend zu schenken. Das so, dass du dich wohlfühlst. Und ihr verbringt auch einen wunderschönen Abend bei gutem Essen, guten Gesprächen. Ihr lacht von Herzen und ihr teilt eure tiefsten Gedanken und Emotionen miteinander. Und dann am Ende des Abends, als du wieder gehen willst, sagt der Sohn zu dir, Papa oder Mama, wenn du alt bist, dann darfst du gerne bei mir einziehen und ich kümmere mich um dich. Und dir stehen die Tränen in den Augen. Und bei der Verabschiedung gehst du total dankbar nach Hause. Weil du weißt, du bist hier immer herzlich willkommen. Und du freust dich schon auf den nächsten Besuch. Und ein paar Wochen später besuchst du den zweiten Sohn
in seiner Wohnung, so wie er es vorher ausgemacht hat. Du schellst an der Tür, niemand meldet sich, du schellst nochmal, zweimal, dreimal und irgendwann geht die Tür auf und ein völlig verschlafener Junge schaut raus. Papa, du bist, Mama, du bist. Oh Mann, ich habe den Termin total verpennt, aber komm doch mal rein. Das ist die Begrüßung. Du gehst in die Wohnung, es stinkt nach Nikotin, nach Alkohol, alles ist dreckig. Im Hintergrund läuft eine Musik, die du gar nicht magst. Und dann gehst du in die Küche und dich trifft fast der Schlag. Überall steht dreckiges Geschirr rum und alles ist versifft. Und dann erinnert sich der Sohn, oh, krass, ich habe es total vergessen, wir wollten ja zusammen essen. Ah, ich habe noch eine Tiefkühlpizza irgendwo im Gefrierfach und ein Bier von der Norma ist auch noch da. Komm, wir machen uns ein Abendessen. Ja, und du lässt dich drauf ein, das Essen schmeckt natürlich nicht so gut. Die Gespräche bleiben auch sehr oberflächlich, obwohl du dich wirklich bemühst, tiefer mit deinem Sohn zu sprechen. Und nach einer Stunde merkst du, der wird ganz unruhig, der will irgendwas noch mit Freunden in der Stadt unternehmen und dann sagst du, okay, ich gehe. Du verabschiedest dich recht schnell und gehst traurig nach Hause. Fühlst du dich da willkommen? Nee. Und die Tatsache ist, du liebst diesen Sohn genauso wie den ersten. Die Liebe macht keinen Unterschied. Aber dem einen bist du willkommen und bei dem anderen nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Transfer machen könnt. Wir haben verstanden, dass Gott in seiner Fülle unter uns wohnen will. Er will seine Gegenwart unter uns entfalten, ausbreiten, sein Aroma, sein Wirken, seine Kraft will er unter uns zeigen. Aber es gibt Gemeinschaften, die heißen ihn herzlich willkommen und sie richten alles danach aus, dass es dem Heiligen Geist gefällt. Und es gibt Gemeinschaften, die sagen, wir wollen schon, dass du kommst, aber eigentlich sind wir nicht so vorbereitet. Wir machen unser Ding, wir spielen unsere Musik, wir machen unsere Sachen und es schaut ziemlich versifft aus, ziemlich dreckig und der Heilige Geist fühlt sich nicht willkommen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir das, wie der Heilige Geist nicht nur einzelne Jünger erfüllte, sondern auch eine ganze Gemeinschaft mit seiner Gegenwart erfüllt hat. Und seine Gegenwart, seine Macht war so offensichtlich, dass jeder wusste, God is in the house. Gott ist da. Und jeder, der dann gekommen ist als Gast, der wurde so berührt von der Gegenwart Gottes. Menschen wurden geheilt, Dämonen sind ausgefahren und die Atmosphäre war so erfüllt von der Liebe Gottes. Und als Folge davon haben viele, viele, viele Menschen Jesus als Herrn angenommen, weil sie gesagt haben, ich bin diesem Jesus begegnet. Ich war in diesem Gottesdienst, ich war in dieser Hausgemeinde, ich war in diesem Treffen und Jesus ist mir da begegnet. Und deswegen sind sie ihm nachgefolgt. Aber nur ein paar Jahrzehnte später musste der Paulus die Gemeinde erinnern, dass sie das Wichtigste nicht aus dem Blick verlieren. Er schreibt an die Thessalonicher, er sagt, den Geist dämpft nicht, oder wörtlich heißt gesagt, heißt es, löscht nicht aus, bitte löscht den Geist Gottes nicht aus unter euch. Oder an die Epheser schreibt er, betrübt nicht den Heiligen Geist, macht ihn nicht traurig, mit dem ihr versiegelt worden seid. Das heißt, wir können den Heiligen Geist wirklich ablöschen. Wir können ihn dämpfen. Wir können ihn traurig machen. Und was macht er dann? Er geht nicht völlig weg aus seiner Kirche, aus seiner Gemeinde, aber er zieht sich zurück. Er zieht nicht aus, aber er zieht sich zurück. Und ich möchte euch jetzt noch mit hineinnehmen in einen kleinen Austausch. Ich habe hier drei Fragen, ihr müsst nicht alle drei Fragen beantworten, aber ich will euch inspirieren und schon mal anregen, dass ihr drüber nachdenkt, als Vorbereitung schon für nächste Woche. Was ist zu beachten? Worauf müssen wir achten, damit sich der Geist Gottes unter uns, unter, im Vaterhaus, gehen wir mal hier von dieser Gemeinde aus, entfalten kann? Weißt du eigentlich, was den Heiligen Geist ablöscht? Weißt du, was das ist? Wenn ja, dann teilt es miteinander. Und wie kann der Heilige Geist noch mehr Raum in unseren Gottesdiensten, in unseren Treffen, in Kleingruppen bekommen? Wie können wir den Raum dafür eröffnen? Und ich lade dich ein, jetzt in kleinen Gruppen mit deinen Nachbarn zu sprechen. Wenn du hier Gast bist, neu bist,
kannst du mitmachen oder kannst dich auch ausklinken. Alle Freiheit haben wir. Aber ich ermutige euch jetzt einfach, die nächsten 5, 6 Minuten dafür Zeit zu nehmen. Okay? Und guckt mal, ihr müsst nicht alle drei jetzt so nach den Reihenfolge machen, sondern was euch zuerst auf dem Herzen liegt, was oben aufliegt, das sprecht. Okay, geht zusammen zu 4, zu 5, nicht zu groß und nimm mir noch Zeit, darüber zu sprechen.
Okay, sorry, ich war jetzt hier selber so intensiv im Gespräch. Mach den Satz noch zu Ende und dann komm wieder zurück. Okay. Wie gesagt, wir werden das am Samstag nochmal vertiefen. Aber vielleicht könnt ihr mir ein paar Rückmeldungen geben zu der Frage, was löscht den Heiligen Geist ab? Gib mir ein paar Sachen. Was ist der Upturner? Was lässt den Heiligen Geist sich nicht willkommen fühlen? Okay? Bitte? Das löscht ihn ab? Ah, das Gegenteil. Okay. Genau. Ja. Nicht vorbereitet sein dann, ja, genau. Wenn ich mich um mich selber drehe, genau. Dass ich mich vergleiche mit anderen, okay. Sünde, schlechtes Reden, genau. Ach, erhebt. Sorry, ich habe verstanden, redet. Genau, das ist nämlich definitiv so. Wenn wir schlecht übereinander reden, das zieht den Heiligen Geist ab. Da fühlt er sich nicht willkommen. Wenn wir über seine Geschöpfe, seine Kinder, seine geliebten Kinder schlecht reden oder auch erheben, sich über andere erheben. Ja, noch was? Genau, anders ausgedrückt, genau. Was löscht ihn ab? Wenn wir unehrlich sind, wenn wir eine Show machen, wenn wir fake sind oder wenn wir irgendwie fromm oder unehrlich so nur tun, dass wir, als wenn wir so ganz eng mit Jesus verbunden sind, es aber nicht. Wer ist der Größte? Genau. Da gibt auch im Alltag total wichtig, wenn wir da nicht mit ihm leben, dann ist es auch schwierig, dann kommen wir am Sonntag, ich habe die ganze Woche keinen Gedanken an Jesus verschwendet und dann will ich in dem Worship Gottes Gegenwart spüren. Schwierig. Okay, also wir haben einiges schon erkannt. Ich hoffe auch, ihr habt die positiven Dinge gut verstanden, was der Heilige Geist, was ihn anzieht. Und ich will auch am Schluss einfach uns drei Dinge noch kurz anreißen, damit wir sehen, worauf es ankommt. Das Erste, was den Heiligen Geist wirklich anzieht, ist, wenn Menschen eine Sehnsucht, einen Hunger nach ihm haben. Und die Frage, gerade für uns Älteren, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, wir haben oft den Hunger verloren. Oder wir haben uns mit was anderem zufrieden gegeben. Wir sind schon gesättigt. Und es ist schlecht, weil wir dann nichts mehr erwarten. Deswegen liebe ich diese Fastenzeiten auch. Auch weil mein Körper hungert, merke ich auch, dann gibt es so ein Gespür irgendwie. Ich sehne mich nach der Gegenwart Gottes. Und das finden wir in den Psalmen ganz oft. Kommt es so zum Ausdruck, Gott, ich suche nach dir. Meine Seele durstet nach dir. Ich verlange nach dir. Und ich schaue aus im Heiligtum nach deiner Macht und Herrlichkeit. Das ist eine, aus meiner Sicht vielleicht der wesentlichste Schlüssel, der den großen Unterschied macht. Wenn Menschen hungrig sind nach ihm und sagen, ich lass dich nicht, ich suche dich, ich bleib dran, dann wird Gott auch kommen. Gott hört und sieht unser Herz und hört unser Schreien. Die Sarah wird uns das vielleicht auf der Gemeindefreizeit auch erzählen. Meine Tochter hat mir erzählt, sie war vor ein paar Wochen auf einer Konferenz. Und in dieser Konferenz waren ganz viele junge Leute. Und da war manches da, was sie schwierig fand, wo sie da, sie ist erst 30, aber ich dachte, die Jungen, so, die Unreifen oder was auch immer. Da waren ein paar Sachen, die waren vielleicht nicht so prickelnd. Aber sie hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Menschen gesehen, die so einen Hunger nach der Gegenwart, nach der Nähe Gottes haben. Sie hat es wahrgenommen. Und was passiert ist? Die Gegenwart Gottes kam. Sie hat gesagt, sie war in der Anbetung, sie musste auf die Knie gehen, weil dieses Gewicht der Herrlichkeit Gottes so stark war, sie konnte nicht mehr stehen bleiben. Und sie dieses Empfinden, Gott ist da. Und wenn diese Herrlichkeit Gottes dann auch da war,
sind Heilungen passiert. Keiner hat für die gebetet. Es ist einfach so passiert. Menschen wurden frei. Menschen haben Jesus kennengelernt. Und interessant ist, dass Gott auf diesen Hunger reagiert, obwohl da auch viel Unreifes da ist. Aber der Hunger, das ist, was Gott total liebt. Okay, kann mir jetzt viel sagen, aber ich mache jetzt schnell durch. Das Zweite ist, echte Demut zieht den Geist Gottes an. Also Demut in dem Sinne, dass wir wissen, wir sind total abhängig von ihm. Ich kann mir nichts einbilden auf meine eigene Kraft, meine Stärke, meine Fähigkeiten. Das ist schön und nett, aber für Gott zählt es nicht. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn so sehr. Und wir beugen uns vor ihm. Wir haben diese Haltung, dass wir wirklich uns vor ihm demütigen. Und wenn der Heilige Geist uns Sünde in unserem Leben aufzeigt, dann sind wir schnell dabei, die auch in Ordnung zu bringen und zu bekennen und rechtfertigen uns nicht und sagen, der andere war schuld und dies und jenes. Sondern wir haben so eine Haltung wie der König David. Schnell hat er seine Sünden bekannt, wenn der Geist Gottes ihn überführt hat. Und das finde ich so krass, dass Gott hier in diesem Text in Jesaja sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht. Und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen. Im Kapitel 57, Kapitel vorher heißt es, ich will bei dem wohnen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der in Ehrfurcht zittert vor meinem Wort. Im Kapitel 57 heißt es, ich wohne in der Höhe und bei dem, der demütig ist und gebrochenen Geistes. Was für eine Zusage ist das? Dem Stolzen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade und er gibt ihm Gnade mit seiner Gegenwart. Und wenn eine Gemeinschaft, eine Gemeinde so ist, dann erleben wir die Kraft und die Gegenwart Gottes. Wir können jetzt auch noch einiges über Ehrfurcht sagen, aber ich lasse es jetzt mal weg. Und das Dritte und jetzt für heute das Letzte. Echte Einheit in Vielfalt liebt der Heilige Geist. Der Heilige Geist stiftet diese Einheit in Jesus. Und unsere Aufgabe ist, diese Einheit zu bewahren. Und deswegen ist es so wichtig, Leute, dass wir in Konflikte, in Spannungen, in Schwierigkeiten, dass wir in der Gesinnung Jesu die handeln und es klären. Herr Bernhard hat das letzte Woche auch schon kurz gesagt. Das ist so entscheidend wichtig. Da geht es nicht darum, was will ich, sondern was will denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist will, dass wir in versöhnten, authentisch, ehrlichen, versöhnten, heilen, liebevollen Beziehungen leben. Und obwohl wir alle unterschiedlich sind und alle unsere unterschiedliche Biografie haben, unsere Verletzungspunkte, das ist, was den Geist Gottes anzieht, wenn er merkt, wir bemühen uns darum. Wir wollen diese Einheit bewahren. Die Jünger damals in der Apostelgeschichte hatten 10 Tage Zeit in dem Obergemach, als sie gebetet haben, ihre Beziehungen auch zu klären. Das ist, was viele Theologen vermuten. Das war eine Zeit, wo sie ihre Gemeinschaft gestärkt haben. Und dann in dieser Einheit, das heißt es, als sie einmütig zusammen waren, das ist ein schönes altes Wort, ja, einmütig, einer Gesinnung, eines Geistes, dann kam der Geist auf sie. In der Kirchengeschichte gibt es auch ein gutes Beispiel. Die Gemeinde in Herrenhut, ja, alte Erweckungsgeschichte im 18. Jahrhundert, die war total zerstritten über verschiedene Dinge. Unterschiedliche ethnische Gruppierungen, unterschiedliche Kulturen haben sich richtig gefetzt. Und dann überführt sie der Heilige Geist und sie entdecken diese liebevolle Einheit. Und deswegen hat er ein Lied gedichtet, der Graf von Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Und in dieser Einheit wird der Geist Gottes ausgegossen. Und was ist passiert? Die größte Missionsbewegung der Neuzeit wurde gestartet. Eine Gebetsbewegung, über 100 Jahre lang, die Tag und Nacht gebetet haben, weil der Geist Gottes auf sie gekommen sind, in Einheit. Und damit schließe ich jetzt, seht doch, wie gut und wie kostbar ist es, wenn Geschwister in Einheit zusammenwohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Und ich kann gar nicht anders aufhören, als dass wir einfach jetzt noch eine Zeit gehen,
Eine kurze Zeit, wo wir einfach auch eine Antwort geben. Denn du bist selber jetzt auch gefragt natürlich. Willst du das? Willst du das wirklich, ganz ehrlich, dass der Heilige Geist mehr Raum hat unter uns? Willst du wirklich so leben, dass es ihm gefällt, dass er sich wohlfühlt? Oder willst du, dass du dich wohlfühlst? Das sind so Fragen, die sicherlich jetzt bei uns auch aufkommen, aufgetickert sind. Wollen wir als Gemeinschaft, eine Gemeinde sein, die sagen, wir wollen dieses kostbare Gut, diesen kostbaren Schatz seiner Gegenwart immer mehr entdecken, immer mehr Raum geben. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Wir sehnen uns nach mehr. Dann lade ich dich ein, einen ersten Schritt zu machen, indem wir jetzt einfach beten und unser Herz vor Gott hinhalten. Wir werden jetzt ein Lied singen, das wir wahrscheinlich nicht so kennen. Oder kannst du persönlich in deinem Herzen auch Gott Antwort geben. Und das zweite Lied, da lade ich euch ein, wirklich auch mit zu singen und mit in Einheit vor Gott zu stehen. Heiliger Geist, wir sind Lernende. Wir haben uns damit beschäftigt, Herr, was dich anzieht und was deine Gegenwart Raum gibt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du auch mehr und mehr und mehr zu uns da redest und die Dinge zeigst, was dich ablöscht und was dich anzieht, was dir Raum gibt und was dir Raum wegnimmt. Geist Gottes, komm und rede du zu uns und wir halten dir jetzt unser Herz hin.